Eine Nobelklinik in Kalifornien in den 60ern. Ein hochkarätiges Ärzteteam hat gerade einen Menschen aufgeschnitten, der mit 800 erhaltenen Auszeichnungen auch noch 50 Jahre später zu den meistgeehrten Menschen der Welt zählen wird. Sie sehen, dass der Lungenkrebs ihres Patienten inoperabel ist. Aber sie können diese Machtlosigkeit nicht zulassen, nicht sie, nicht bei diesem Patienten. Sie beschließen Ungeheuerliches. Sie werden ihn nicht weiter wieder zunähen, aufwecken und seinen Tod geschehen lassen. Nein, sie werden seinen Kopf abtrennen und einfrieren, damit der Genius darin wiedererweckt werden kann, wenn die Medizin eines Tages soweit ist. Der Name des Patienten: Walt Disney. Oder war es eine Spukgeschichte? Es müssen nicht immer die Iden des Märzes sein, an denen berühmte Personen durch andere Menschen umkommen, die damit Gutes zu tun vermeinen. Auch an den Iden des Dezembers wird gemeuchelt, was das Zeug hält. Vielleicht, weil alle schon ihren Blick nach vorne gerichtet haben zum Christkind und zur Ewigkeit, aus der dieses herniederschwebt für ein paar Stunden. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Auch dieses Lied ist Meuchelmord. Sogar in zweifacher Hinsicht. Einerseits, weil es das traurigste Weihnachten besingt, das einem passieren kann. Und andererseits, weil just dieses Lied drauf und dran ist, das Urweihnachtslied, Stille Nacht, vom Platz 1 zu verdrängen. Unglück anstelle von Erlösung. Meuchelweihnacht.